Thema widme ich ganz Indien. Ich als Yogi-Fan liebe das Land mit all seinen Brauchen und den wunderschönen Sachen, die es bieten tut. Unter anderem natürlich die grossen Spa, Ayurveda, die guten Öl und seine schöne Deko. Und deshalb heute Indien, Zürich-Indien im Globus. Es ist ein langer und kalter Winter und unsere Haut hat definitiv gelitten darunter. Sie ist trocken worden durch die Heizungen und porös und Öl sind die besten Mittel, um sie wieder richtig in Schwung zu bringen. Ich habe als Auswahl zum Beispiel nur gesehen von meinen Lieblingsöl, die ich brauche. Das ist ein Unterschied von einem Massageöl zu einem Öl, das nähren tut. Massageöl bleiben fettig auf der Haut und sind gut zum eigentlich schmieren. Aber die edlen Öle, die tun die Haut nähren und lassen einen Film auf die Haut, der sehr glänzend ist, aber sie fettet nicht. Und das ist der Unterschied. Also Nux liebe ich sehr, einen fantastischen Duft. Und es gibt mit so einem Schimmer auf der Haut, der goldig ist. Vor allem, wenn man dann ein bisschen braun ist, wirkt das irrsinnig. Décliard ist auch eine Marke, die ich sehr gerne nehme, wenn ich vor allem Öl Produkte kaufe. Lässt sich gut applizieren. Und ist auch ein Sesh-Oil, also ein trockenes Öl, wo die Haut wirklich einen schönen Glanz gibt, aber eben nicht das Fettige. Damit die Haut optimal genährt wird, kann man auch Ölbäder nehmen. Das ist auch sehr, sehr beliebt. Finde ich ein paar schöne Tropfen im Bad rein und dann so sich verwöhnen lassen. Ich persönlich, der nicht gerne baden, mache es folgendermaßen. Ich habe meine Bürste zuhause oder so einen Schwamm. Dann tue ich meinen Duschgel drauf, den ich gerne habe, auch einen Nahrhafen. Und dann tue ich ein paar Öltropfen drauf spritzen auf der Bürste oder auf dem Schwamm so, und dann tue ich den ganzen Körper damit einreiben. Es schaumt wunderbar, die Haut ist aber gleich genährt und ich habe das Gefühl, es passiert schon in dem Moment etwas. Ja, dazu gibt es eben, wie gesagt, für Spa verschiedene Möglichkeiten. Wer nicht am Rücken ankommt, das ist ganz ein Guter, dass man wirklich sehr gut den Rücken mit dem schrubben kann. Den kennt man. Es funktioniert tadellos mit dem. Oder wer gerne hat, zum Beispiel sind die Noppen, wenn er gerne Bürste hat, ist Noppen eine ganz andere Technik zum Beispiel zum Massieren, sondern es ist mehr ein Pressen, sondern es ist mehr Reiben, das ist mehr ein Pressen. Also auch die Möglichkeiten natürlich immer mit diesen feinen Mitteln dazu. Ich empfehle, wenn man aus einem Ölbad oder Dusche rauskommt, tut nicht gerade wieder abschrubben und die schönen Essenzen wieder wegzuwischen, sondern eher mit einem Tuch das Ganze ein bisschen mehr abtupfen. Wenn man Tücher benutzen tut, finde ich noch ganz witzige, auch solche, die wirklich indisch angekocht sind. Also ich finde die noch recht witzig, die mit den Noppeln und mit den Franzeln in den verschiedenen Farben, wie sie hier im Globus erhältlich sind. Vor über 30 Jahren habe ich das erste Mal in Sri Lanka meine Erfahrung gemacht, meinen ersten Kontakt eigentlich gehabt mit der indischen Küche, und zwar mit Curry. Es war sehr scharf, also es hat eine Zeit gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe. Heute geht es gar nicht mehr ohne Curry. Curry gehört überall drin rein. Wunderbares Gewürz, aber auch die indische Küche ist vielfältig und sehr, sehr, ja, sehr lecker. Bücher gibt es en masse, ich habe ein paar da ausgesucht, die die Gerichte erklären. Ja, bekannt ist auch die ayurvedische Küche in Indien. Es ist eigentlich quasi medizinische Küche. Sie ist sehr für Gesundheit wichtig. Und für die braucht es natürlich ein bisschen eine höhere Schule, um die zu beherrschen. Die kann man jetzt einfach so aus dem FF lernen. Aber auf jeden Fall sicherlich sehr interessant. Ich fühle mich himmlisch in diesem schönen Himmelbett. Umringt von feinen Düften, exzellenten Öl und all diesen Gewürzen. Ja, Indien ist ein faszinierendes Land und es lohnt sich, sie wirklich näher kennenzulernen.